Wir sind jetzt hier im Keller der Sparkassenpassage. Hier ist das Büro der Bauleitung für den Bau von unserem Innenstadtbauprojekt, wo ich sehr froh bin, dass es so gut vorangeht. Und neben mir steht der Herr Hetzel, er ist Diplom-Ingenieur und der Bauleiter von dem Ganzen. Ein Riesenunterfangen, Herr Hetzel. Hier sehen wir die zukünftige Einfahrt für die Anlieferung durch den LKW, wo wir jetzt Gott sei Dank etwas, sagen wir mal, Verträgliches gefunden haben, mit dem man umgehen kann. Also eine ganz markante Stelle hier. Und jetzt gehen wir mal raus, schauen uns die Baustelle an. Und da bin ich natürlich auch sehr neugierig, das mal alles im Überblick zu sehen, was man von der Straße aus immer nur zum Teil sehen kann. Auf dem Boden der Tiefgarage, so tief unten auf Griesheimer Boden, stand ich noch nie. Hier haben wir ein ganz tolles technisches Detail. Ich habe gerade gelernt, es heißt Rigole. Das ist der Zulauf zu einem Versickerungskasten, der durchgeht bis zur nächsten Rigole, wo das gesamte Oberflächenwasser, was ja im Grunde bestes, reinstes Regenwasser ist, im Griesheimer Sand versickern wird. Ich denke, da sind wir von der Ökologie ganz vorne mit dabei. Man sieht auch jetzt schon, wie die Front vom Sparkassengebäude in Zukunft viel besser zur Geltung kommt als vorher, als der Doppelparker davor stand. Also praktisch ab hier werden wir gleich die Rampe bzw. die Einfahrtsituation sehen. Und jetzt betreten wir hier gleich den Bereich vom neuen Edeka-Markt. Ich bin sehr gespannt, da mal einen echten Live-Eindruck zu erleben von dem, was wir bislang nur auf Plänen gesehen haben. Aber hier kann man ja einen wunderbaren Eindruck gewinnen. Ja. Ja. Jetzt haben wir eine wunderbare Sicht hier auch, nicht nur auf den Edeka-Markt, der jetzt entsteht, sondern auch auf die wunderschöne große Innenfläche. Ich gehe jetzt mal auf der Kranenluft. Vielleicht kann ich ja was Sinnvolles helfen, wenn ich da oben bin. In luftiger Höhe. Das gucken wir jetzt mal. Da sehe ich einen wunderschönen Hebel. Wir probieren jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich an dem ruckele. Oh, ich glaube, das war der falsche Hebel. Ist das jetzt die Laufkatze? Geht es da hin und her oder hoch und runter? Jetzt sind wir bei der Victoria angelangt. Vom Vorstand der Victoria sind der Herr Wenzel und der Herr Schecker hier bei mir mit 300 Kindern und Jugendlichen, die hier Fußball trainieren. Also eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe auch, die die Victoria hier vollbringt. Wir hatten aber ein Problem. Beide Kunstrasenplätze waren vor der Zeit total kaputt, dass der Hessische Fußballverband den Platz für unbespielbar erklärt hätte und das wäre ein gewaltiges Problem geworden. Gleichzeitig kostet so ein Ding auch einen Haufen Geld. Da haben wir ein dreiseitiges Geschäft vermittelt, das nämlich die Victoria in 20 Meter Streifen abgetreten hat an den Landkreis für die Schule. Und der Landkreis hat im Gegenzug den Eigenanteil der Victoria übernommen. Dazu kam natürlich das, was die Stadt sowieso immer dazu tut für Sportförderung und das Land. Und jetzt können wir sagen, seid ihr zufrieden. Und da war das eine richtig prima Lösung. Ich nehme an, dass es auch von Ihnen, von Ihrer Seite aus kam. Diese Drittelteilung Kreis, Stadt, Land. Und jetzt haben wir einfach zwei schöne Plätze wieder hier. So sind wir auf jeden Fall zufrieden. Und der Rasen ist ja top spielbar. Und das wollten wir jetzt mal ein bisschen vorführen hier. Gell? Jetzt gehen wir mal hin, oder? Vielen Dank an euch Ehrenamtliche für die viele Arbeit, die ihr leistet für diesen Verein, für unsere Griesheimer Kinder und Jugendliche. Das ist eine ganz tolle Arbeit. Danke. Für uns ist es elementar wichtig, dass wir von allen Seiten ein bisschen geholfen bekommen. Deswegen vielen Dank für das Vertrauen.
Schön, dass Sie bei unserem virtuellen Grenzgang dabei sind. Bleiben Sie dran, seien Sie gespannt auf das, was noch kommt.